Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Harvest Moon. Dienstag, der 19. Herbst, 6 Uhr morgens und wir haben 12.210 G. Das nächste Fest steht an und das möchte ich euch zeigen. Jo, wir sollen uns auch auf uns aufpassen. Ich komme auch gleich darauf zu sprechen, warum es hier der 19. Herbst ist. Weil erstmal passiert das. Morgen ist das Eierfestival. Um 3 Uhr werde ich auf dem Marktplatz sein. Bittere dein Vieh, bevor du auf das Fest kommst. Ich werde aber vorher noch die Waren aus der Sammelbox abholen, wenn du etwas zu verkaufen hast. Tschüss! Ja, warum ist schon der 19. Herbst? Wir hatten doch ganz woanders aufgehört. Ich wollte es eigentlich machen wie beim letzten Mal. Das Spiel aufnehmen. Und dann alles beschleunigt mit meinem schönen Medley hinterlegen. Das habe ich auch gemacht. Aber meine Videodatei war weg. Die war einfach nicht da. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was los ist. Eigentlich stellt die Tobi mein Aufnahmeprogramm nicht zusammen, solange er aufnimmt. Ich habe ganz sicher auf die Aufnahmetaste gedrückt, da bin ich mir sicher. Sie muss sich irgendwie gelöscht haben. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden und ich habe mir gedacht, da das ja eh nur die schnöden Wiederholungen sind, dass ich mich auch darum kümmern kann, das dann offscreen gespielt zu haben. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das überhaupt findet, ob ich das Zeug überspringen soll. Nur das wichtige Zeug zeigen oder ob ihr das gerne sehen wollt, was ich auf Screen gemacht habe. Ich will das ja eh nicht voll hier Let's Playen Harvest Moon, habe ich ja gesagt. Das ist mir so ein Let's Show und das wird erstmal das erste Jahr. Die anderen Harvest Moons, ich muss gerade mal sehen, wer macht Hühner. Die anderen Harvest Moons, die werde ich dann auch nicht unbedingt von vorne anfangen. Es kommt ganz immer aufs Spiel an. Denn bei manchen bin ich selber noch nicht so weit oder ich bin schon weit genug, dass ich euch ein breites Spektrum zeigen kann. Sind nämlich im Gegensatz zu diesem Teil oft am Anfang sehr, sehr öde. Unsere Kuh ist gewachsen, wie man hier sehen kann. Unsere Ellie. Ich wollte eigentlich eine zweite Kuh kaufen, aber der Viehhändler hat zu mir gesagt, dass ich nicht genug Gras habe. Das gibt's doch nicht. Oh shit, ich habe meine Bürste nicht dabei. Egal, dann bist du heute halt nicht gebürstet. Ich habe keinen Bock, nochmal zu dir zurückzugehen. Wir gehen jetzt noch ein paar Pilze aus den Bergen holen. Also Harvest Moon Titel, die ich wohl von Anfang an spielen würde, um das zu zeigen, sind zum Beispiel Back to Nature oder Harvest Moon 64, weil da ist doch einiges noch passiert am Anfang. Was ich aber eher machen würde, meinen bereits gespielten Spielstand zu zeigen, das sind vor allem die DS-Titel, Harvest Moon DS oder Harvest Moon Geschichten zweier Städte oder Harvest Moon mein Großbazar oder auch in New Beginning, weil ich in New Beginning glaube ich noch nicht mehr aus dem Frühling raus bin. Ich habe irgendwie lieber andere Spiele gespielt. Ja, New Beginning gibt's nicht in der deutschen Übersetzung, deswegen heißt es nicht ein neuer Anfang, sondern auch ein New Beginning bei uns. Ich bräuchte ja keine deutsche Übersetzung, aber für die Leute, die kein Englisch können, ist das immer blöd. Und ich habe mir eine Capture-Karte in mein 3DS einbauen lassen, also er ist noch nicht zurück. Leider. Aber ich habe ihn am Montag losgeschickt, versichert, und dann lassen sie sich halt ein bisschen Zeit, ihn loszuschicken. Aber ich bin froh, wenn er dann zurück ist und ich mit dem 3DS aufnehmen kann. Dann kann ich endlich mal die DS- und 3DS-Spiele spielen. Dann kann ich nämlich auch die Harvest Moon DS-Spiele zeigen. Dieses hier spiele ich auf dem Emulator, weil ich habe es ja schon mal erklärt. Mein SNES-Spiel, das spinnt mit den Speicherständen. Das löscht die manchmal. Ich schätze mir die Speicherbatterie im Arsch. Ja, entschuldigt für diese Kraftwörter. Deswegen habe ich mich lieber hier für die Emulator-Version entschieden. Ich kann es ein bisschen angenehmer aufnehmen, muss nicht immer die Capture Card aufbauen. Und es ist für mich eigentlich auch kein Problem, mir mal einen Tag zu nehmen. Am besten einer, wo mein Mann nicht da ist, der Freitagnachmittag. Da habe ich nämlich immer früher aus, mal 3, 4, 5 Parts dann am Stück aufzunehmen, bevor er kommt. Das wäre für mich eigentlich auch kein großes Problem. Und sobald ich bei den Konsolenversionen von Harvest Moon komme, also die PlayStation-Version und die Wii-Version, 3 habe ich für Wii, muss ich es dann sowieso darum kümmern, immer die Capture-Karte aufzubauen. Das Gras sah ziemlich reif aus. Bingo. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt verdient haben. Dieses Gras da, dieses Feld gefällt mir weniger. Das müssen wir mal reparieren im Frühling. Dieses Gras ist nicht reif. Es gibt 1150 oder 1150, wie ich es gerne ausspreche. Wir haben einiges gewinnt hier. 381 Stück, also ich habe auch ausgerechnet, wenn wir bei 2 Kühen und den 8 Hühnern bleiben, wird es wirklich ein bisschen knapp durch den Winter zu kommen mit diesem Gras, das wir haben. Ach komm, wir gehen die Kuh doch noch bürsten. Wenn wir jetzt schon die Bürste holen, dann gehen wir auch unser Küchen bürsten. Unsere Ellie.
Also wir heben uns die zweite Kuh dann eindeutig für den Frühling auf, wenn wir mehr Gras gesammelt haben. Wir haben einiges an Geld gemacht schon. Hallo? Endlich lässt du dich büßen, die blöde Kuh. Jetzt müssen wir nur noch den Fernseher anmachen und uns schauen, was unsere Wetterberichtsvorhersage diesmal zu dem Fest sagt. Hoppla, ich bin mit meinen Ringen an den Tisch gekommen. Freut euch, ihr Leute, das Eierfestival steht uns bevor. Das Wetter ist gut und alle sind recht herzlich eingeladen. Bingo, wir gehen schlafen. Was sagst du gut für mich, Schnäuzelchen? Sie füllt uns wieder ab. Du müsstest eigentlich bald mal schwanger werden, oder? Ja, wir wollen. So, wenn wir jetzt mit Evalein reden, wird sie bloß wieder sagen, Schatz, gehst du nicht auf das Fest? Ja. Mal schnell das Wetter checken, falls es morgen regnet, sollten wir Hundilein reinbringen. Nein, er ist schön. Klar und farbig. Aber ich finde den Herbst hier ziemlich orange. Ehrlich, in den anderen Hausen ist er schöner. Vor allem die Musik hier. Ehrlich gesagt, ich finde sie total grässlich. In dem Harvest-Moon-Medley, in dem einen vorgespulten Part habt ihr gehört, wie schön es sein kann. Die Herbstmelodie in Harvest Moon. Auch wenn ich mit dieser angefangen habe, sie gehört halt dazu. Aber eigentlich nur, damit ihr euch danach über die Tolle vom N64 freuen könnt. Die habe ich nämlich, glaube ich, als zweite gewählt. Das ist eine meiner Lieblings-Herbstmelodien. Jetzt sammeln wir erstmal diese Eier auf. Und wir dann zum Eierfestival gehen können. Ja, ich frage mich, warum es ein Eierfestival im Herbst gibt. Da haben sie wohl irgendwie Ostern vertauscht. Mal gucken, ob wir es schaffen, es zu gewinnen. Es ist mir jetzt nicht wichtig, es zu gewinnen. Weil, wie gesagt, das soll eh kein komplettes Let's Play werden. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt. Ist aber ganz toll, euch das zu zeigen. Denn ich hab schon mal drüber geredet, was man gewinnen kann. Man kann, kann eine Powerbeere gewinnen. Und einen Talisman, der angeblich Stürme verhindern soll. Ich glaube, beim ersten Jahr gewinnt man meistens die Powerbeer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das ist so angenehm in anderen Hausrooms. Da kann man das einfach alles in seinen Rucksack stecken. Und später rückt man eh die Tiere raus, dass sie dort grasen können. Und man muss dafür nicht mal mehr Gras ausgeben. Jedenfalls nicht mehr so wirklich. Es kommt drauf an, auf das Harvest-Moon. Welches es ist. Ich will hier hin. Ja, du bist ein braves Mädchen. Gib mir deine Milch. Sie ist noch sehr klein, die Milch. Je besser wir uns um die Kuh kümmern, desto wertvoller wird die Milch. Da Ellie erst vor kurzem gewachsen ist, dauert das noch ein bisschen. Ich würde sagen, nach einem Monat weiterer liebevoller Pflege wird sie wachsen. So, da wir uns ja diesmal nicht ums Gießen kümmern müssen und das Gras ziemlich unreif aussieht, gehen wir mal weiter. Und zwar gehen wir aufs Fest. Jetzt hoffe ich nur, dass mein Steuerkreuz nicht die ganze Zeit spinnt und ich in die richtige Richtung laufe. So reden wir erstmal mit allen. Der Gewinner bekommt den großen Preis. Kinder benötigen ein Handicap. Okay. Ich will dieses Jahr gewinnen. Ich habe gehört, der erste Preis ist der Samen einer seltenen Blume. Wenn Koro hier wäre, hätte die Suche gleich ein Ende. So, die nehmen auch teuer. Was ist der Preis? Saft. Meinst du nicht Wein? Diese Kinder werden mich nicht besiegen. Wir veranstalten die große Eiersuche. Die Regeln sind leicht zu verstehen. Die Person, die das Ei mit der gleichen Farbe findet, wie ich sie zeige, gewinnt. Kann das Spiel beginnen? Ich bin bereit. Auf geht's, hier die erste Farbe. So, es ist hellblau. Und wir müssen jetzt die Truhen mit Eiern finden. Eine gibt's hier beim Bürgermeister. Das ist rosa, das sollten wir uns merken. So, die nächste Truhe sollte es hier bei der Kirche geben. Sie ist leer. Dann gibt's hier hinten noch eine. Ah, ich hab's. Dann bringen wir es mal schnell zurück. Und gucken nach der nächsten. Ja, es ist die gleiche Farbe. Ein Punkt für dich. Hier die nächste. Es ist rot. Das war nicht bei der Kirche. Beim Bürgermeister. Hier müsste es noch eine Truhe geben. Jawohl. Das ist das Falsche. Verdammt. Wir müssen uns beeilen. Es gibt hier noch eine Truhe, wusste ich's. Und... Mist. Findet es einer der anderen. So, hier müsste doch noch eine Truhe sein. Na nun. Irgendeiner der anderen wird sich ja finden.
Aber ich glaube, ich habe noch eine Truhe gesehen am Eingang der Stadt. Ah, ein anderer hat's gefunden. Bingo, das war richtig. Nun das nächste Ei. Das grüne war beim Viehhändler unten. Das heißt, wir gehen es uns schnell holen. Ah ja, da ist noch eine offene Truhe. Ich schätze mal, da wäre das richtige Ei drin gewesen, warum auch immer die Truhe jetzt noch zu ist. Gut. Da wir das Ei jetzt haben, sollten wir das eigentlich hinbekommen. Lauf, mein Farmer, lauf. Ja, man muss leider außen rum gehen. Gut. Jawohl, zweiter Punkt. Das ist die gleiche Farbe, ein Punkt für dich. Das war bei der Wahrsagerin. Bin ich mir doch absolut sicher, dass es bei der Wahrsagerin war. So, schönes, schönes Lavendel. Das ist dann schon der dritte Punkt für uns. Damit haben wir das Spiel ziemlich sicher gewonnen. Und was gibt's jetzt? Rosa war beim Bürgermeister oben. Ich glaube, wenn wir nicht gewinnen, gewinnt meistens der Viehhändler. Wir haben jetzt schon so viele Punkte gemacht. Okay, das Spiel ist endlich. Wir können nun den Gewinner alle herhören. Der diesjährige Gewinner unseres Eiersuchwettbewerbs ist Jack. Glückwunsch, ich liefere dir deinen Preis nach Hause. Lass uns dieses Jahr alle wieder fleißig sein. Für den Körper ist es gut, sich wirklich zu betätigen. Hey, das sind ja gar keine Blumensamen. Sprich mich nicht an, ich bin völlig außer Atem. Puh, ich habe es leider nicht geschafft. Hex, hatte nicht herkommen sollen. Lasst uns diese Jahr alle wieder fleißig sein. So, kann ich jetzt einfach raus? Ah ja, wenn ich das Feld verlasse. Es ist nicht die Powerbeere, dann ist es der Talisman. Ja, da ist er. Ich gehe jetzt zu Bett. Gute Nacht. So, Everlein. In den Bergen gibt es viele Tiere. Macht dich das nicht glücklich? So, hier ist der Talisman. Den müssen wir eigentlich ansprechen können. Aber Eva steht uns im Weg. Egal. Wir müssen diesen Tag ja noch zu Ende spielen. Wir schauen erstmal, wie viel Geld wir haben. 13.010. Und es bleibt hell. Sehr schön. Ich erinnere mich daran, als ich mal Harvest Moon gespielt habe, hat es das größte Gewitter gegeben im Hintergrund. Und da war noch Sommer gewesen. Also bei uns, es ist jetzt bereits Winter, als während ich diese Aufnahme mache. Sag mal, wie schnell ist die Zeit vergangen? Oder habe ich echt so viele Parts für den Sommer gebraucht? War das nicht, oder hatte ich den Frühling gespielt? Ja, der Herbst geht jetzt irgendwie viel schneller rum, weil ich davon halt viel Offscreen mache. Oder halt, ich habe ein Ei verschwendet. Oder es halt nicht zeige, zeig's schon, ich habe es ja schon gezeigt. Nicht kommentiere vielleicht? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es geht schneller, wenn man nicht dazu kommentiert. In letzter Zeit habe ich viel Lust auf Harvest Moon, einfach weil sie so entspannend sind. Es war die ganze Zeit das Silber, aber diese grinding-artige Atmosphäre kann manchmal ganz angenehm sein. Na gut, wir füttern jetzt erstmal die Hühnchen. Ich muss alles verniedlichen. Apropos Hühnchen, ich hatte sowas von Bock auf Hühnchen gehabt letztes Wochenende. Und wir wollten eh essen gehen, einmal beim Subway und einmal chinesisch. Beim Subway habe ich mir dann einen Roasted Chicken Sandwich gegönnt. Ich habe es gegessen und plötzlich habe ich aus Hühnchen gebissen. Das Hühnchen war knallehart gewesen. Das war widerlich. Wieso war das so hart? Jedenfalls habe ich das Hühnchen dann runtergenommen und nur noch Sandwich mit Gemüse gegessen. Wenigstens war nur eins der beiden Hühnchenteile hart. Aber es war sehr enttäuschend, weil ich wirklich so große Lust auf Hühnchen hatte. Und das nächste Mal nehme ich Turkey. Und dann habe ich beim Chinesen das Gemüse, Chinesenhühnchen geholt mit Gemüse. Ich habe das Gemüse meinem Mann überlassen, da ich keinen Bock drauf hatte. Und das Hühnchen war richtig lecker gewesen. Aber sie haben uns den Reis in einer einzelnen Box gegeben. Das war mitten im Dienst. Und wir mussten ihn dann teilen. Das war mir ein bisschen blöd, dass wir den Reis dann so teilen mussten. Ich meine, es war genug für uns beide, aber trotzdem hätten wir noch in getrennte Boxen machen können. Ja, aber die Hühnchen hier werden nicht gegessen. Im Harvest Moon sind wir Vegetarier. Ehrlich, außer dem Fisch gibt es keine Fleischgerichte in Harvest Moon, in denen man kochen kann.
Es gibt wirklich nur Fischgerichte und vegetarische Gerichte. Wie viele vegetarische Gerichte es gibt. Und das ja auch nicht, wenn man eine Farm führt und halt nur vegetarische Zutaten zur Verfügung hat, bis auf die Fische. Aber ich fände es manchmal ganz angenehm, wenn es auch ein paar Fleischgerichte gäbe. Man muss ja keine Hühner schlachten und keine Kühe oder sich Schweine halten. Man kann ja dann einfach Fleisch kaufen. Ich meine, es gibt meistens Supermärkte, die könnten noch Fleisch im Angebot haben, jetzt wirklich. Ich finde, das wäre kein großes Problem. Sie müssen nicht vegetarisch sein. Da könnte ich jetzt aber genauso gut World of Warcraft ankreiden. World of Warcraft, wieso ist alle deine Gerichte sind aus Fleisch und Fisch? Wieso gibt's keine vegetarischen Gerichte? Sogar als du deine Farm eingeführt hast, du bist zu Pandaria, da gab's so viel Gemüse und trotzdem mussten wir immer Fleisch und Fisch dazu sammeln. Ist ja doch prädestiniert für vegetarische Gerichte gewesen. Ich bin nicht mehr Vegetarier, aber ich finde solche Variationen interessant. Okay, wir holen uns noch einen Pilz und dann gucken wir mal nach dem Gras. Dann wird der Part auch schon wieder beendet werden können. Vor allem, wenn mir gerade das Pulver verschossen ist. Jetzt weiß ich echt nicht mehr, was es noch zu erzählen gibt und die Aktion zu kommentieren, die wir schon 10.000 Mal gemacht haben. Das ist nichts. Das ist halt schwer zu kommentieren. Deswegen ich teilweise auch die Sachen offscreen machen muss. Vielleicht sollte ich mir mal ein Let's Play zu Hause mit raussuchen und selber dabei zusehen. Das könnte mal ganz interessant sein. Ich bin mir ziemlich sicher, die Eingräser da sind. Eva, eigentlich muss ich hoch genug sagen, Eva ist nur hier noch am Arbeiten. Dieser wurde im Frühling hergestellt. Er ist demnächst trinkbar. Sie hat ihre ganzen Weine mitgebracht. Das sind keine Säfte, sondern Weine. Es sind Weine-Spiel. Ihr müsst gar nicht versuchen, das hier zu verharmlosen. Und? Ja, ich weiß zwar, warum die einen schon wieder groß waren, die anderen nicht. Ich habe wahrscheinlich mal falsch gemäht. Dass es hier manchmal so ein bisschen hinüber ist, lag hier an den reparierten Grasfeldern. Ihr erinnert euch. Eigentlich kriegen wir so viel Gras jeden Tag. Kann auch nicht sein, dass die neuen Grasstücke, die wir jeden Tag verfüttern, das nicht ausmacht. Ich hätte doch eine zweite Kuh kaufen können. Ja, wir haben ein Ei verloren. 109 Stück. Und wir haben den 21. Herbst. Na gut, es könnte vielleicht wirklich leicht knapp werden, für den Winter zu kommen, wenn wir immer 10 Stück brauchen. Da brauchen wir dann nämlich... Wir brauchen dann 10, 30 Tage. 300? Ui, das könnte wirklich knapp werden. Vor allem muss es dann im Frühling erst noch wieder reif werden. Ja, ich glaube... Wenn man das ausrechnet, hätte ich doch noch ein bisschen mehr Gras gebraucht für die vielen Hühner und 2 Kühe. Oh, wieso habe ich den Hund mit reingenommen? Ach, was soll's. Gib mir meinen Saft. Mein Trink. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns am nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.